Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command, Erster Weltkrieg. Mehr Spieler gegen den Gefährten von Joyforce. So. Die Schiffe machen also weiter Stress. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, ein, zwei Schiffe oder so verloren, osmanische Einheit ein bisschen was in den Alpen, aber bisher ist das alles noch nicht zu unschön. Okay, und die vor Paris greifen dann auch nicht an. Sehr gut. Ja gut, drei Schiffe, zwei Einheiten, das passt schon. Chemistische Ideen. Vielleicht begrüßt das Eintreffen amerikanischer Soldaten, die sind schon da. Ideen sind weiter. Das ist weiter nicht gut, dass ihre Neutralität ignoriert wird. Wir kriegen noch einen Schwung deutsche Einheiten. Wir können ja fast bald in die Dänen investieren, wenn das so weitergeht. Ja, schauen wir uns hier erstmal um. Also, okay, das entscheidende Problem bei ihm ist natürlich, er ist nicht verschanzt und hat keine Upgrades. Vielleicht sollte er mal nach hinten. Müsst für ihn da rein. Gut, Gegenoffensive. Im Moment eher schwierig, wenn man nicht so viele kampffähige Truppen hat. Ist verstärkt. Ja, wenn es hier was werden soll mit einer Offensive, brauchen wir definitiv mehr Leute. Okay, du kommst auch mit dem Gewaltmarsch nach vorne, du musst doch nicht per Bahn fahren, die passen ein bisschen in den Häfen auf und ihr haltet hier auch einfach weiter die Linie. Okay, was ist, wenn sie hier durchreiten? Aber dafür unter anderem kommen hier ja auch schon neue Abteilungen und Einheiten. Angenehm wäre es mir jetzt schon, wenn wir die Eisenbahn abtrennen. Insgesamt. Nichts mehr. Oder ich meine, wir könnten auch hier irgendwie nehmen. Ja, wir schicken diesen osmanische Einheit noch. Sicherheitshalber mal dahin und du auch nur sicherheitshalber nach Konstantinopel. So. Du gehst zurück nach Gallipoli, weil es auch ein nationales Moralziel ist. Nur so mal auf neue Sicherheit gehen bei den Osmanen.
So, und dann sollten wir jetzt eigentlich Athen erobern können, wenn nicht mal zu viel dazwischen kommt. Und ist ja eh quasi schon komplett besetzt. Schön, dass wir das jetzt auch schon mal klären konnten. Partisanen gibt es da auch keine, dann kann mittelfristig diese Abteilung oder so in der Hauptstadt aufpassen und ja, nun beim Rast schauen wir mal, wo der dann hinkommt. Ach, schön, dass die Ecke abgehakt ist. Briten mit ein paar weniger Punkten. So, dann haben wir Italien. Wo ich jetzt am liebsten Mailand erobern würde. Sind tief verschanzt, aber Kugeln sind, also Artilleriegeschosse sind eigentlich nicht das Problem. Sind vielleicht nicht ganz so viele starke Einheiten dran. Ortschaft geht schon mal sehr gut runter mit jedem Schuss, aber bleibt das auch so? 3%. Ah. Wir haben immer noch kaum Werte. Ne? Mit dem Highland hätte ich schon gerne, selbst wenn es nur noch ein paar Prozent Kampfkraft sind. Hey, noch auf ein 2-2, das war eben ein 3-2. Noch in den Ort reinziehen. Uns jetzt natürlich alle hier ein bisschen im Wege. Du hast noch einen Angriff, bist aber nicht sonderlich stark. Du könntest hier schon mal ein bisschen das Land sichern. Komm, die können das bestimmt. Na, du bist zumindest im Ort drin. Vielleicht hauen wir den gleich wieder raus. Aber immerhin endlich erobert. Ah, das sind die deutschen Gebirgsjäger, sind das. Die Österreicher haben noch gar nicht Infanterie 2. Leider. Gut, Leute, sonst hier ein bisschen weiter vorrücken. Du hast ein Ziel, du hast kein Ziel. Tauschen wir dich da mal rein. Das Mann, der hat auch kein Ziel. Dann kommst du mal dahin. Okay, der steht jetzt im Hochgebirge, aber wird schon. Wird schon überstehen und dann schießen wir ja auch mal ein bisschen. Sehr schön, können wir sogar schon ein bisschen tiefer ins Land rein. Da ist jetzt sogar jemand ohne Upgrades. Naja, also ist leer, ein bisschen spekuliert natürlich. Einfach so nach vorne geschickt, aber es ist gut gegangen. Du hast noch dein Angriff, sprich, du könntest auch verstärkt werden noch. Ja, aber ansonsten sieht das aus, als ob die Italiener hier nicht mehr zu viele haben. Was doch schon mal eine ganz gute Nachricht ist eigentlich. Wenn wir jetzt da über der Mord ist halt immer noch so stark, wo die eigentlich schon so viel verloren haben. Aber ja, mal gucken, ob die uns hier noch irgendwas in den Weg schmeißen, ob die sie ein bisschen zurückkämpfen. Aber dann sind wir in Italien wohl hoffentlich bald durch. Hier könnte das alles noch ein bisschen komplizierter werden. Ja, dem zum Teil alles hier fehlt. Upgrades, Verschanzung, Moral, eigentlich Versorgung. Hier darauf warten, dass ja die Artillerie kommt in Richtung des Ortes. Na ja, euch müssen wir wohl fast alle erstmal verstärken. Können wir Lyon und vor allem die Bergwerke dahinter wohl demnächst mal angehen. Wo kämpfen dann eigentlich die Österreicher lang? Ich meine, die könnten hier nach Burg
So, Boshi. So wird das wohl heißen rüber. Nächste Runde feuerbereit sein soll. Die haben Gasgranaten. Dann der 3 Geschosse. Er hat eine Verschanzung von 4. Hätten durchaus die Einheiten drin. Ja, gut. Aber stimmt, 1 behält er ja und dann müsste er auch 4 Geschosse haben. Könnten da auch angreifen. Aber das eigentlich Wichtige ist natürlich jetzt hier vor den Toren von Paris. Mal ein bisschen Platz. Ach, wir haben kaum noch so komplett gesunde Einheiten. So war das jetzt nicht gedacht. Ich wollte den jetzt nämlich nicht benutzen, damit er da rein und sich verschanzen kann. Du übernimmst die Position hier. Du rückst da noch. Oh, meinetwegen da. So, dann haben wir Leute dran an Paris. Aber offensichtlich keine Artillerie. Er kann jetzt nur noch dahin. Was wenig bringt. Und den auf die. Wobei wir könnten noch versuchen, den zu vernichten. Gerade auch schleierhaft, da muss man ein bisschen durchziehen, dass man die Artillerie noch dahin ziehen kann. Ich meine, wir können es gerne versuchen. Da war, glaube ich, schon ein bisschen abenteuerlich, die Truppen anzukriegen. Drum den möchte ich jetzt wirklich extrem niederschießen. Wobei, das bringt jetzt gerade nur noch 2%. 2, 3, aber komm. Er besetzt das Feld. Gutes. Ah, wir kriegen wahrscheinlich eh nicht genügend Truppen an. So, jetzt müssen wir jetzt irgendwie lustig rangieren. Wenn nochmal eine Kampfjäger kommt. So, und dann muss da noch jemand rein. Jetzt können wir die Artillerie so schieben, dass sie Paris angreifen kann. Aber fragt mich nicht, ob diese Stellung jetzt so hält, wirklich. So, und hier müssten wir gegen die Briten vorgehen. Na gut, wir kriegen ihn nur den gerade in Reichweite. Ja, da geht die Bereitschaft ja recht gut runter. Wir haben kaum gesunde Einheiten, habe ich das schon mal gesagt. Kannst einfach vormarschieren, einfach weil du es kannst. Hier geht auch hier ran und mauert noch ein bisschen. Wir haben hohen Bedarf daran, mal frische Truppen zu kriegen, weil die meisten hier sind extrem verschlissen inzwischen. Aber auf der anderen Seite, es fehlt nicht mehr viel. Wir haben eine Artillerie, die mit voller Feuerkraft auf Paris hauen könnte. Außer die Franzosen boxen uns da nochmal raus, was leider auch relativ gut vorstellbar ist. Ich habe Marco verschoben, stimmt das jetzt mit der Versorgung hier noch? Er hat immer noch seine 10. Ja, der hat nur 8. Wir können ihn noch mit dem Flieger tauschen, dann hat er von da drüben 10. Ja, von einem Feld weiter weg. 2 Versorgung mehr. Theoretisch müsste das hier hinkommen. Ja gut, und wer es noch nicht hatte oder so.
Öko einfach noch ein bisschen aufrücken, so er denn kann. So, und ich würde sagen, die kommen alle hier hin. Auf eine Eisenbahn. Nochmal ein ganzer Satz frischer Truppen, falls man ihn denn noch benötigt. Noch ein Österreicher. Bin ich auch irgendwo mit dazu. Ja, gut, wenn alles klappt. Paris erobern, Frankreich kapituliert dann hoffentlich und den Krieg gewinnen. Wenn alles klappt. Haben wir noch so diesen Nebenschauplatz mit den Schiffen und der Belagerung von Flensburg, aber die haben gleich eh schon keine Versorgung mehr. Falls die hier nochmal landen, kann man ja euch ein bisschen upgraden, nur so. Alle der Fälle und ihr gehst hier irgendwie mit auf gegnerische Schiffe, der hat eh keine Versorgung mehr. Ein U-Boot weg, das nächste vor der Nase. Zerstörer heißt hier nichts mehr. Bis zum Teil eh erstmal, dass die Einheiten aus den Häfen hochziehen. 5 zu 3. Das ist teuer, da sieht man, was Upgrades wert sein können. Oder natürlich ein bisschen ungünstig. Ne, das U-Boot steht ein dezent ungünstig. Ist dieses französische Schiff da, ist weg. Und auch hier hat man ja nun echt alles zugeparkt. Gibt erstmal Upgrades, ehe ihr versucht auszubrechen. Du machst uns da ein bisschen das. Wird alles schon irgendwie mit den Schiffen. Kannst du auch nochmal zurückkommen. Ja, das wird schon. So, mit den Deutschen. Man fragt sich immer, wo die Punkte so schnell hin verschwinden. Und wir können noch die belgischen Einheiten so ein bisschen anfangen zurückzukaufen. Aber es ist ja schon die Frage, wo die Bulgaren dann eigentlich hin sollen. Und bei... Ach ja, der Luftkrieg war ja auch durch. Naja, kaufen wir uns demnächst die neuen Flugzeuge. Sonst auch irgendwas in der Forschung, das sieht man ja schnell mal, nein. Könnten noch mehr in die Panzerkriegsführung, falls die noch irgendwie relevant sein sollten und Paris nicht in der nächsten paar Züge fällt. Ihr seid am Forschungslimit. Ihr hättet Kapazität, aber ihr müsst eigentlich wie so häufig in letzter Zeit einfach zukaufen. Wir verstärken euch nochmal und schicken euch wirklich noch auf Fahrt. Wird man einen österreichischen Hafen, dann könntest du auch voll verstärkt werden. Ah, und hier sind wirklich so ein paar Schiffe zum Aufpassen. Die könnte man ja dann mit der wieder plötzlich verstärkten österreichischen Flotte versuchen zu überfallen. Das wäre doch auch ganz nett, österreichischer Seesieg mal wieder. Gegen italienische Schiffe. Ja, aber ansonsten gehe ich eigentlich davon aus, wir erobern Paris, Frankreich kapituliert und die Sache ist durch. Aber schauen wir mal. Menschliche Spieler haben ja immer noch immer irgendwas dagegen, dass man einfach gewinnt. Wir bringen noch ein paar Punkte aus, weil wir Griechenland haben, Plünderung. Nur dafür werden diese Routen natürlich alle blockiert. Oh, Österreich, Infanteriekrieg 2, immerhin. Die Deutschen hatten, glaube ich, letztens schon Infanterie 4 fertig. Naja, immerhin. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.